Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute koche ich eine Tomatensuppe, aber nicht so wie es immer ist, sondern mit meinen angelegten Tomaten. Und wenn ihr zu viel angelegte Tomaten gemacht habt, dann könnt ihr es auch mal probieren. Ich hatte mal so eine Frage bekommen von meinen Zuschauern. Sie hat mir geschrieben, Luba, ich habe im russischen Geschäft gesehen Tomaten im Glas. Wie isst man die? Was macht man mit denen? Weil den Glas gefällt mir. Ich möchte gerne Glas haben, aber was mache ich mit den Halb? Die schmecken auch so. Zum kalten Abendbrot, wie es zum Beispiel Sauergurke oder Antipaste stellt auf den Tisch, so könntet ihr auch diese Tomaten stellen. Die schmecken sehr lecker. Jetzt bei der Suppe müssen wir nur die Haut abziehen. Und das ist so bequem, sogar besser als bei frischen Tomaten. Die muss man übergießen mit heißem Wasser, Haut abziehen. Hier geht sie so schnell ab und die Suppe ist richtig schön würzig. Ich würde euch echt wirklich empfehlen, diese Suppe nachzukochen. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie koche ich diese Suppe und was ihr alles so braucht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. So, liebe Freunde, und wenn ihr diese Suppe nachgekocht habt, dann sieht diese Suppe so aus. Und ich probiere für euch. Meine Suppe ist nicht so rötlich, weil ich habe sehr viel gelbe Tomaten drin. Oh mein Gott, wie lecker. Liebe Freunde, ihr musstet das unbedingt nachkochen. Ihr werdet es wirklich nicht bereuen. Schmeckt richtig, richtig lecker. Diese Würze von den Tomaten, so richtig so angenehm, absolut nicht sauer. Wenn ihr die Tomate legt ein, nach meinen Rezepten, die sind meistens nicht sauer und nicht zu salzig, schmecken die wunderbar lecker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und danach diese Suppe nachkochen und genießen. Für diese Suppe habe ich jetzt mir folgende Zutaten vorbereitet. Diese angelegte Tomaten, wenn es mir zu wenig wird von diesem Glas, kann man auch die Tomaten, was wir im eigenen Saft angekocht haben, die sind auch schon ohne Schale, kann man die auch für die Suppe gut verwenden. Dann habe ich noch 2 Esslöffel hier Tomatenmark. Statt Knoblauch nehme ich so großzügige Teelöffel Knoblauchpaste oder nehmt ihr 2-3 Knoblauchzehen. 1 Teelöffelchen Rohzucker, bisschen Tomatengewürz, das habe ich auch Video dafür, etwas scharfe Paprikasoße, dann habe ich angefrorene Sellerie, kann man natürlich frische nehmen, aber ich habe mir schon so portionsweise angefroren, ist sehr bequem, klein geschnitten, kann man schnell verwenden. Dann 2 Zwiebeln, rote Zwiebel, kann man aber auch ganz normale Zwiebeln nehmen. Hatte ich noch im Kühlschrank so eine Spitzpaprika, eine Möhre anbraten. Kann man mit dem Butterschmalz oder mit Öl, wenn ihr so vegan, Vegetarier seid, dann könnt ihr auch nur einfach Öl nehmen zum Anbraten. Danach brauchen wir auch Brühe, Fleischbrühe oder Gemüsebrühe. Passt beides. Zum Würzen Salz und Pfeffer, Paprika edelsüß und vielleicht 1-2 Teelöffel Mehl zum Eindicken. So. Jetzt werde ich erstmal Tomaten vorbereiten, dass es dann etwas schneller geht. Duftet. Und diese Sud ist so lecker, den kann man einfach so trinken. So, nehmen wir erstmal Gewürze raus. Den Sud nehme ich nicht in die Suppe. Aber die Tomaten, schaut ihr, zack. Und die Haut ist schon weg. Fertig. So, bereite ich jetzt mal Tomaten vor.
So, Tomaten habe ich jetzt geschält. Die kann man auch ein bisschen oder mit Messer oder mit Gabel klein machen. Aber wir werden danach sowieso pürieren. Deswegen ist es eigentlich egal. Wenn ihr natürlich große Tomaten habt, dann könnt ihr auch ein bisschen zerschneiden. Und jetzt bereiten wir unser Gemüse erstmal fertig. Alles klein schneiden. Zwiebel. Und dann auch Paprika. Paprika kann man auch in Streifen schneiden. Und dann als letzte noch die Möhre. Möhre reibe ich einfach auf die grobe Reibe. So, mit Gemüse sind wir fertig und jetzt können wir ans Herd gehen und unsere Suppe kochen. So, stellen wir den Topf hier auf den Herd, machen wir es an. Und wie gesagt, es kann man oder mit dem Butterschmalz, wie ich mache, weil ich nehme auch die Fleischbrühe, oder mache die mit dem Öl. So, wenn Butter geschmolzen ist, können wir schon den Zwiebel dazu geben und ganz kurz anbraten, vielleicht so Minütchen allerhöchst. Statt Zwiebel kann man auch Porree nehmen. So, es geht wirklich schnell, das fängt schon so anzubraten, kommt dieses schöne Röstaroma. Da können wir schon Möhren dazu geben, die Sellerie und die Knoblauchpaste oder Knoblauch. Kurz umrühren. Können die Deckel zumachen und ein bisschen anschmoren lassen. So ungefähr auch wieder ein, zwei Minütchen. Ganz schön heiß hier. Unser Gemüse etwas weicher geworden. Gut, jetzt können wir Tomatenmark dazu geben. Ganz bisschen so ein Teelöffelchen Rohzucker. Und dann gebe ich auch so ein Esslöffel Mehl auf die Gemüse. Haben wir richtige so eine Pampe. Jetzt kommt unsere Tomaten da rein. Paprika streifen. Ich gebe noch ein bisschen von der scharfen Tomatensauce. Alles gut umrühren. Und dann geben wir oder Gemüsebrühe dazu oder Fleischbrühe. Einfach abluschen. Und köcheln wir das Ganze, bis das unsere alle Gemüse richtig schön weich sind. Und danach werden wir es schön würzen und pürieren. Nebenbei habe ich in der Mikrowelle den Reis zum Kochen gestellt. Und weil es ist nur 2 Esslöffel Reis, ungefähr so 40 Gramm, deswegen habe ich nicht auf dem Herd gekocht, sondern in der Mikrowelle. So, es sind ungefähr so 15, 16 Minuten vergangen. Da können wir schon schauen nach unserer Suppe. Die Gemüse sind alle schon verkocht, alle weich sind. Und die Suppe selber merkt man so etwas sämiger. Das ist voll ausreichend, diese 1 Esslöffel Mehl. Wenn ihr möchtet, gern dicker, müsst ihr auch mehr nehmen. So, jetzt probieren wir unsere Suppe nach Gewürzen. Ja, es ein bisschen Salz fehlt, aber sonst ist es richtig schön würzig. Gebe noch ein bisschen schwarzen Pfeffer, Paprika edelsüß und ich gebe noch ein Teelöffelchen von meinem Tomatengewürz. Die Link kann ich euch unten reinstellen. Perfekt für Salate, für alles. So, umrühren, wieder probieren und wenn es nötig ist, nochmal abschmecken. Und jetzt können wir diese Suppe so genießen, Reis dazu geben und so genießen. Oder ich mag gerne es pürieren und dann Reis dazu geben. Und das werden wir jetzt erstmal machen. Erstmal pürieren wir. So, es sieht jetzt richtig gut aus. Schöne Konsistenz. Das reicht.
Und jetzt brauchen wir nur unsere vorgekochte Reis dazu geben. Wie gesagt, ich habe jetzt nur 40 Gramm vorgekocht in Mikrowelle. Es hat gedauert 3,5 Minuten und der Reis ist fertig, weil ich möchte, dass es nur ein bisschen von dem Reis in Suppe ist und nicht die Reissuppe. Jetzt nochmal kurz aufkochen und dann können wir servieren mit Grün bestreuen, Petersilie oder was ihr habt. Und kann man an den Tisch gehen und genießen. Schaut, richtig super Konsistenz. So, meine Lieben, unsere Suppe ist fertig. Sehr, sehr lecker. Duftet sehr, sehr schön. Und jetzt können wir es servieren. Und jetzt noch ein bisschen mit Grün servieren. So sieht unsere Suppe aus. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch mit den Sahne servieren oder mit Creme Fraiche oder mit veganer Sahne. Das ist dann euch überlassen. So, liebe Freunde, so sieht unsere Suppe aus heute zum Mittagessen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Einen guten Appetit wünsche ich euch. So eine leckere Suppe jetzt im Winter passt sehr gut, die wärmt gut, die gibt uns mehr Energie und ein paar Vitamine bleiben nach dem Kochen trotzdem noch drin. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!